Ein plötzliches Unwetter hat am Montagabend in der Signa Flurasbach seine Spuren hinterlassen. Durch den einsetzenden Starkregen wurde die Würgendorfer Straße unterspült. Es entstanden innerhalb weniger Minuten erhebliche Straßenschäden. Entlang dem Rand der Fahrbahn löste sich der Asphalt, wodurch große Flächen der Straße aufgerissen wurden. Steine, Schotter und Geröll wurden den Abhang hinuntergespült. Die Polizei Siegen-Wittgenstein sorgte für eine Vollsperrung. Erst nach etwa einer Stunde wurde die Sperrung aufgelöst.